Hallöchen, hier ist wieder Andreas aus dem East 61. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir wollen heute wieder ein kleines Fitnessprogramm machen. Heute wollen wir zwei Durchgänge machen. In jedem Durchgang haben wir immer 8 Übungen. Da wieder wie die letzten Male auf Zeit. Und zwar auch wieder 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause. Ich starte kurz meinen Timer, dann geht's los. In der ersten Übung geht's los mit Ausfallschritte nach hinten. Also schön im Oberkörper gerade bleiben, Ausfallschritte nach hinten machen. Langsam bereit machen. Und in 3 Sekunden starten wir. Und los geht's. Wirklich schön nach hinten, nicht fallen lassen, kontrolliert nach unten gehen, Oberkörper schön aufrecht lassen, Tempo wieder nicht so übertreiben, schön ruhig und versuchen so weit nach hinten den Ausfallschritt zu machen, damit das vordere Knie ungefähr über dem Sprunggelenk bleibt. Und noch 15 Sekunden. Und die letzten 5. Einen schaffen wir noch. Und für die nächste Übung gehen wir dann in Rückenlage. Wollen wechselseitig immer beide Beine anheben. Wichtig, versucht die ganze Wirbelsäule auf dem Boden zu lassen. Und dann wechselseitig linkes, rechtes Bein immer anheben. Arme einfach an der Seite ablegen. Und wir starten. Los geht's. Ihr könnt auch die Beine ansonsten anziehen und wieder nach vorne strecken. Wird ein bisschen einfacher. Oder das Ganze aber mit langen Beinen. Wichtig, die ganze Zeit wirklich darauf achten. Wirbelsäule auf den Boden lassen. Und die letzten 3, 2, 1 und stopp. Kurz locker machen. Wir bleiben gleich in Rückenlage für die nächste Übung. Hacken nah ans Gesäß, Hüfte einmal nach oben strecken, ablegen, Bein wechseln und dann mit dem anderen. Wichtig, wirklich aus der Hüfte arbeiten, nicht mit Schwung und das Bein anheben, sondern immer die Hüfte nach oben rausstrecken, ablegen und dann das Ganze mit dem anderen Bein. Wirklich versuchen, die Hüfte maximal nach oben zu strecken. Hälfte ist geschafft. Und weiter schön die Hüfte nach oben rausstrecken und stopp. Für die nächste Aufgabe wechseln wir dann in Bauchlage. Wir heben die Beine vom Boden an, wollen dabei Armkreise machen. Muss gar nicht schnell sein, aber wirklich versuchen, die Arme wirklich maximal so weit wie möglich seitlich vom Körper anzuheben. Und wir starten in 3 Sekunden. Und los geht's. Und wirklich Schulterblätter richtig nach oben ziehen. Und kleine Kreise machen. Das muss nicht schnell sein, aber wirklich Arme so weit wie möglich anheben. Und wir wechseln einmal die Richtung. Und die letzten 5 Sekunden. Und stopp. Für die nächste Aufgabe stehen wir dann wieder auf. Machen wir mal eine Kniebeuge in der tiefen Position, machen wir einen Schritt zur Seite, dann richten wir uns wieder auf, gehen wieder runter, dann das Ganze zur anderen Seite. Und noch 5 Sekunden. Kniebeuge, unten Schritt zur Seite und wieder hoch. Wirklich versuchen, in der tiefen Position zu bleiben, wenn wir den Schritt zur Seite machen. Auch wieder ganzen Fuß auf den Boden lassen und dann zur Seite und wieder rausstrecken.
und die letzten 5 Sekunden und eine Wiederholung schaffen wir noch und stopp. Für die nächste Aufgabe gehen wir dann in den Unterarmstütz, ziehen einmal das Knie einmal vorne zu den Ellbogen, strecken es dann maximal nach hinten oben raus. Nächster Durchgang dann das Ganze mit dem anderen Bein. Langsam vorbereiten, 5 Sekunden noch. Und los geht's, Knie zu den Ellbogen rausstrecken. Dann das Ganze mit dem anderen Bein. Wieder schön fest im Rumpf bleiben. Und wirklich auch nach oben rausstrecken. Und die letzten 10 Sekunden. Und stopp. Für die nächste Aufgabe dann wie eine Schwimmbewegung. Wir gehen wieder in Bauchlage, wollen die Arme immer am Körper wechselseitig nach hinten führen und wieder am Körper nach vorne. Die Beine wollen dabei eine leichte Auf- und Abbewegung machen. Und wir starten in Bauchlage. Ein Arm vorne gestreckt, Füße leicht auf und ab und die Hand immer am Körper nach vorne und zurückführen. Wirklich versuchen maximal den Arm nach vorne zu strecken. Beine weiter, leichte Auf- und Abbewegung, Hälfte ist geschafft. Und schön weiter bis nach vorne strecken. Und die letzten Sekunden. Und stopp. Und für die letzte Aufgabe starten wir im Unterarmstütz seitlings, greifen einmal unter unserem Körper durch, dann über den Unterarmstütz zur anderen Seite auch wieder einmal durchgreifen, sodass wir immer einen Wechsel zwischen links und rechts dabei haben. Langsam breit machen. Oben starten, durchgreifen, zurückgehen, über den Unterarmstütz zur anderen Seite. Hälfte ist geschafft. Und die letzten Sekunden. Eine Wiederholung schaffen wir noch. Und stopp. Okay, dann, wer möchte, kurz einen Schluck trinken, kurz durchatmen. Erste Runde ist geschafft. Und genau die gleiche Nachtübung machen wir dann gleich nochmal einen zweiten Durchgang. Wie gesagt, durchatmen, einen Schluck trinken, dann starten wir gleich wieder mit den Ausfallschritten nach hinten. Dann weiter schön drauf achten, Oberkörper schön gerade. Sucht euer eigenes Tempo, müsst euch nicht beeilen. Und dann haben noch 20 Sekunden, sogar 30 Sekunden Zeit. Schön locker machen und dann geht's gleich los mit dem zweiten Durchgang und letzten Sekunden laufen, langsam breit machen für den zweiten Durchgang und letzten Sekunden, 3, 2, 1 und los geht's. Starten wieder mit den Ausfallschritten nach hinten, wieder schön drauf achten. Oberkörper gerade lassen und Gewicht geht nach hinten unten. Wieder schön darauf achten, vordere Knie bleibt über dem Sprunggelenk. Nicht fallen lassen, sondern kontrolliert nach unten gehen und wieder nach oben rausstrecken. Und die letzten 10 Sekunden.
3, 2, 1. Stopp. Für die nächste Aufgabe wieder in Rückenlage, ganze Wirbelsäule auf den Boden legen und wechselseitig das rechte und das linke Bein nach oben anheben. Und wir starten in 5 Sekunden. Langsam bereit machen. 2, 1 und los geht's. Wie gesagt, schön versuchen, nicht ins Hohlkreuz zu gehen. Ganze Wirbelsäule auf den Boden drücken. Ansonsten könnt ihr auch die Knie anziehen und wieder strecken. Bisschen schwerer. Das Ganze mit langen Beinen. Und durchhalten. Letzten 10 Sekunden. Und 3, 2, 1 und stopp. Und dann wir gleich wieder in Rückenlage. Immer ein Fuß am Gesäß, andere Bein gestreckt, Hüfte einmal anheben. Dann das Ganze wechseln zur anderen Seite. Und in 5 Sekunden geht's los. Bereit machen. Und los geht's. Hüfte nach oben strecken, absenken und das Bein wechseln. Dann wirklich versuchen, die Hüfte so weit wie möglich nach oben rauszustrecken. Dann zur anderen Seite nicht nur das Bein anheben, sondern wirklich aus der Hüfte arbeiten. Und noch 12 Sekunden. Und 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Dann gehen wir wieder in Bauchlage, Beine aus dem Sand heben und kleine Kreise. Nach der Hälfte der Zeit wechseln wir dann die Richtung der Kreise. Wie gesagt, wieder Schulterblätter richtig nach oben ziehen. Und bereit machen, los geht's. Füße aus dem Sand und mittlere Kreise. Dafür wirklich die Schulterblätter versuchen, über der Wirbelsäule zusammenzubringen. Und wir wechseln die Richtung. Beine weiter aus dem Sand lassen. Schultern richtig anheben. Und die letzten Sekunden und stopp. Und dann wieder in der Kniebeugeposition, Schritt zur Seite, aufrichten und dann wieder zur anderen Seite. Ihr seid immer in der tiefen Position, den Wechsel der Seiten machen, nicht aufrichten und einen Schritt zur Seite, sondern in der tiefen Position, Sidestep und wieder hoch. Und los geht's, tiefe Position, Schritt zur Seite, aufrichten, runter. Beim Schritt wirklich versuchen, tief zu bleiben, hochgehen und dann wieder in der tiefen Position den Wechsel zur anderen Seite. Hälfte ist um. Und die letzten Sekunden. Und einen machen wir noch. Und stopp. Dann gehen wir wieder in den Unterarmstütz. Knie zum Ellbogen, Bein nach hinten oben strecken. Wieder in den Unterarmstütz und dann das andere Bein. Und langsam bereit machen. Und los geht's. Knie nach vorne und Bein nach oben rausstrecken. Nicht durchhängen, sondern immer eine Grundspannung im Rumpf halten. Hälfte ist geschafft.
Und die letzten 5 Sekunden. Und eine schaffen wir noch. Und stopp. Dann gehen wir wieder in Bauchlage. Wieder so eine Art Kraulbewegung. Am Körper wechselseitig die Arme nach vorne. Beine machen dabei so einen leichten Schlag immer auf und ab. Und bereit machen. Los geht's. Beine pendeln auf und ab. Arme wechselseitig nach vorne strecken. Wichtig, die Hand innen nach vorne und innen nach hinten führen. Und die Hälfte ist geschafft. Schon weiter in den Beinen pendeln. Und maximal nach vorne strecken. Und die letzten Sekunden. Und stopp. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Übung. Wieder einmal unter dem Körper durchgreifen, aufdrehen, dann über den Unterarmstütz zur anderen Seite. Das Ganze auf der anderen Seite. Und langsam breit machen. Oben gestreckt anfangen und los geht's. Durchgreifen, aufdrehen, zur anderen Seite. Greifen. Aufdrehen. Wirklich immer richtig zurückdrehen. Nicht immer auf der Hälfte aufhören. Und die letzten 20 Sekunden. Und beide Seiten noch einmal. Und stopp. Okay, dann habt ihr unser leichtes Fitnessprogramm für heute auch wieder geschafft. Ich wünsche euch weiter gute Gesundheit. Langsam gehen die Zahlen ja runter und hoffentlich sehen wir uns dann bald wieder in der Halle oder auch draußen im Sand. Tschüss.